aber auch schon so ein bisschen bauen auch. Ja, ich kann das ja verstehen, dass ihr auf das sehen wollt, ne? Und möglichst schnell alles fertig haben wollt. Ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ja. Gut, notfalls muss man halt die Folgen skippen oder so. Ich betitel die ja meistens doch immer recht authentisch, dass ihr seht, so was in der Folge vorkommt. Und dann kriegt man das vielleicht auch hin. So, oh, hier wieder jede Menge Steine vergessen. So, ne, Redstone lasse ich da. Redstone haben wir genug. Ich bin mal gespannt, was wir hier unten noch so alles finden. Also, ich warte ja nur noch, bis wir irgendwann mal in so eine Höhle kommen, da wo der Warden oder so ist. Das hatten wir ja bis jetzt noch ja nicht gehabt, ne? Oder ein Schnüffler oder so. Gut, das muss wahrscheinlich erst neu generieren. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine richtig krasse Fläche dann, ne? Das ist schon cool. Ja. Haben wir auch noch nie gehabt, ne? Irgendwie, dass wir uns wirklich so, also sonst haben wir mal Strip gemeint oder so, aber dass wir jetzt wirklich mal so richtig so eine Fläche hier so rausholen. Das hatten wir auch so auch noch nie gehabt. Ihr könnt ja mal so Ideen mal so rinschreiben in die Kommentare, was man hier so machen könnte. Also guck mal, wir haben jetzt die Deckenhöhe, die ist 2, die würde ich auch ganz gerne so lassen wollen. Falls wir oben nochmal Strip meinen wollen, dann will ich jetzt nicht die Decke wegreißen, das wäre ja suboptimal. Was könnte man hier machen? So, also ich hätte Kisten, also ich hätte jetzt überlegt, ein Kistenlager. Einfach so, was wir wirklich massenweise dann später mal haben werden, dass wir hier unten einfach Kisten reinstellen. Ohne automatisches Lager oder so, einfach nur Kisten so, dass wir dann hier halt Steine lagern können. Oder. Das wäre noch so die Idee. Genau. Ja, was habe ich noch auf meinem Zettel zu stehen? Ja, hier steht noch drauf, Umbau. Ja, Umbau, was ist denn damit gemeint? Ja, ich habe jetzt meinen Schreibtisch ein bisschen umgebaut. Das heißt, das Mikrofon, es müsste jetzt auch ein bisschen anders klingen als vorher, vermute ich jetzt einfach mal. Ja, dass ihr das jetzt auch ein bisschen anders hören tut, weil der Halleffekt jetzt ein anderer ist. Ja, also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ihr das jetzt auch ein bisschen anders hört. Ah. So, boah, hier habe ich rausgerumpelt. Oh mein Gott. So, nehmen wir noch eine Reihe mit. Ich glaube, eine Reihe können wir noch mitnehmen. Ja, da tun wir jetzt keinem weh mit. Eine Reihe nehmen wir noch mit. Und dann fangen wir an mit dem Turm. Dann gehen wir nach oben und dann bauen wir mal den Turm. Vielleicht können wir uns ja auch den Bruchstein, den bemoosten, selbst herstellen. Ich glaube, das geht mit diesen Ranken, müsste das gehen. Ist ja nur zwei Reihen, die wir eigentlich bräuchten, ne? Maximal drei. Also für Castle Grayskull bräuchten wir mehr. Da brauchen wir auch richtig viel. Da brauchen wir einmal die Ziegel, die bemoosten, und einmal Bruchstein. Also da ist das, weil die sind wirklich so rund. Ich habe mir die nochmal angeguckt, die Burg, und die sind wirklich so rund. Also da brauchen wir wirklich einiges. Also da brauchen wir viel. Gut, dass wir die Ranken. Wir haben ja eine Farm, ne? Also das ist schon mal ganz gut, dass wir die anfangs gebaut haben. Weil so können wir dann darauf zurückgreifen. Die wachsen dann auch nach. Die müssen wir mit der Schere abschneiden. Und dann craftet man die, glaube ich, so mit Cobblestone zusammen. Das müssen wir gleich mal überprüfen. Ob das wirklich eine Ranke. Oh, das wäre aber krass, ey. Eine Ranke pro Stein. Da brauchst du ja richtig viel. Muss ich jetzt gleich mal überprüfen. Oh, das wäre aber krass, ey. Wenn wir die dann selber herstellen. Dann brauchen wir ja so viel. Überlegt mal. Also gerade für Castle Grayskull, ne? Oder wir müssten eine Mesa finden, so eine, nee, nicht Mesa, Entschuldigung, eine Megatiger. In der Megatiger liegen die Dinger so rum. Oh, das machen wir jetzt gleich, Freunde. Da werden wir jetzt gleich mal gucken gehen, ob wir da eine Ranke brauchen oder ob wir da vielleicht 8 brauchen und in der Mitte eine Ranke, dass dann immer 8 sind. Könnte ja sein. Oder? Ich weiß es nicht. Müsste man mal überprüfen. So, lalalala. Gibt es denn noch irgendwie sowas? Nö, Freunde, ansonsten ist jetzt gar nicht so viel vorgefallen. Cannibal Corpse hat ein neues Album rausgebracht. Ich habe es auch schon gehört, das ist wirklich gut. Sorry bringt jetzt auch noch eins raus. Kommt jetzt irgendwie am 20. Oktober raus. Werde ich mir natürlich auch anhören. Und Freunde, schaut euch an und wehe, wehe, einer sagt jetzt, dass sich das hier nicht lohnt und dass das langweilig ist. Leute, bam, bam, bam. Erstmal mitgenommen. Zack, 10 Dias erstmal. Einfach mal so mitgenommen. Nice, Leute. Nice. So, 10 Dias ist auf jeden Fall schon wieder gut. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja verschiedene Rüstungen machen. Aber wir haben noch so viel vor. Wir wollen ja auch mal einen Nether machen, die Geschichte. Oh mein Gott. Oh, so viel. Oh, noch mehr Dias. Jawohl. Und wir haben 12. Na, schön. So muss das sein. So muss das sein. So macht's Spaß. So macht's Spaß. Letztes Mal hatten wir nicht so viel Glück gehabt mit Dias. Heute ist gut. Heute ist richtig gut. Hier haben wir schöne Adern. So muss das sein. So muss das sein.
So. Ja, nee, ansonsten, was haben wir noch? Ja, genau, neue Alben rausgebracht, umgebaut, habe ich euch erzählt. Ja, Kalea, Bier-Adventskalender. Freunde, ja, weiß ich nicht. Ich glaube mal eher nicht. Beim Drachen weiß ich, wird es was geben. Also, der will sich auf jeden Fall wieder einholen. Ich bin mal gespannt, ob er sich diesmal einen anderen holt, dass es halt spannend ist halt, ne? Ob er sich mal so ein, ja, international hat er schon gehabt. Dann hat er schon Craftbier gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich mal einen österreichischen holt oder irgendwie einen italienischen oder französischen. Ne? Das war mal was anderes. Dann würde ich dann auch mit Interesse immer verfolgen. Der scheint momentan auch ein bisschen mehr Bier zu trinken. Zumindest schon wieder Dias, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Doch bei Roller. Hier. Bäm. Mitgenommen. Oh, das ist ja toll hier. Hoho. 14 Stück. Jo, also geil. Und nee. Oh, nochmal ein Dia. Zack, wieder mitgenommen. 15 Stück. Krass. Schön, was ist denn hier los? Das haben wir hier. Ein Distrikt, der sehr diareich ist. Nee, ich habe auf Instagram halt gesehen, dass er da halt sehr viele Flaschen vorstellt, da wo ich auch manchmal staune, wo der die überhaupt herbekommt. Also da sind teilweise wirklich richtig gute Biere bei. Italiener habe ich gesehen, hat er da schon gehabt. Und er scheint da auch so ein bisschen am Start zu sein. Aber das ist halt der, ja, da steht halt wenig da, wie das Bier schmeckt. Also man bringt das nicht so richtig in Erfahrung, weil das dann einfach nur ein Foto, so nach dem Motto, ja, abgehakt, habe ich getrunken. Nur man weiß jetzt halt auch gar nicht, ja, wonach schmeckt denn das eigentlich? Oder was ist denn das? Lohnt sich das Bier oder nicht? Das ist dann halt das große Geheimnis, weil da irgendwie keine Videos kommen. Vermutlich, weil er keine Lust oder keine Zeit hat. Aber das würde dann mit dem Bier-Adventskalender wahrscheinlich sich ja dann ändern, wenn er den macht. Und ich hätte halt die Zeit zu gucken, weil ja, ich halt selber keinen habe, ne? Und somit könnte ich halt sehen, was dann drin ist. Und dann ärgere ich mich, scheiße, ich habe keinen. Ja, naja. Oh, hier, Spielerfalle. Ja, Gravel haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr. Schön. Habe ich denn überhaupt schon Bock auf Weihnachten? Also ich weiß nicht, also du kriegst das schon wirklich in den Läden schon Spekulatius und so, ne, das leidige Thema. Ist das zu früh, ist das nicht zu früh, ne? Darüber unterhalten wir uns ja ständig eigentlich jedes Jahr. Und es ist immer die gleiche Frage, die aufkommt. Nur, ja, es ist halt so. Aber so richtig Weihnachtsfeeling, also ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich eher auf dem Herbst, ne? Also ich bin so richtig so im Herbst jetzt gerade drin, gerade dass ich jetzt auch meinen Kürbis-Gnocchi-Auflauf gekocht habe. Der Kürbis, Freunde, der gehört einfach dazu, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Also ich glaube, ein Oktober ohne Oktoberfestbiere, ohne die Wiesenbiere, ohne Kürbis, das ist doch kein Herbst, oder? Also ich finde, da würde mir was fehlen. Also das ist für mich wirklich wichtig, finde ich so, dass man so diesen Kürbis und so und die, weiß ich nicht, so Kastanien und alles, was es so gibt, dann auch wirklich so saisonal dann ja mitnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes und sich daran auch erfreut. Deswegen, also für mich ist so dieses Vorweihnachtliche ist noch nicht. Also ich bin ganz im Herbst hier drin. Ne? Auch so vom Wetter, so, das ist so ein richtig schöner Spätherbst, so, es sind nur milde Temperaturen, nur mal neulich noch draußen im Garten gesessen oder so. Ne? Also das hat schon funktioniert. Ne? Also, ja, genau. Also von daher bin ich dann doch schon jetzt, wo ich mal sage, gut, den Herbst, den nimmst du jetzt so mit. Also ich lasse den richtig so schön in mich wirken und bis jetzt wirklich ohne Regen. Also das ist wirklich toll. Weil Regen ist natürlich scheiße, ne? Dann hast du schon morgens, wenn du aufstehst, so scheiß Wetter oder so, ne? Aber so, jetzt hatten wir wirklich Glück. Also wir hatten wirklich richtig schön milde Temperaturen. Heute zum Beispiel auch noch 22 Grad, ja, bei uns in Berlin. Also das ist angenehm. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, ne? Das passt auf jeden Fall. Lalalalalala. So, gleich haben wir es geschafft. Dann gehen wir hoch. Und dann bauen wir Türmchen. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Also, ihr werdet wahrscheinlich jetzt, wo ich hier unten noch am Buddeln bin, schon längst wissen, dass man Cobblestone und Ranke, dass es immer nur eine Ranke ist pro Cobblestone, wahrscheinlich. Und ich noch am Überlegen bin und die Hoffnung habe, na, das sind vielleicht 8 Cobblestone und eine Ranke. Ja, wer weiß. So. Also, das wird sich jetzt gleich zeigen.
Was machen wir, wenn es wirklich so ist? Ja, dann kann ich euch sagen, dann ist bei uns ganz schnell Feierabend im Schicht, weil so viel haben wir halt nicht. Ne? Wir haben zwar eine Farm, aber die braucht ja auch erstmal eine Weile, bis sie wachsen tun. Ne? Also es geht ja nach Ticks und das dauert halt immer eine Weile. Und da kommen wir ja nicht zu Potte. Das heißt, wir müssten uns dann auf den Weg machen. Ich werde mir da eine Karte schnappen und mal gucken, wo eine Mega-Tiger ist. Ich weiß nämlich gar nicht so genau, ob wir überhaupt schon hier in diesem Projekt hier eine Mega-Tiger gefunden haben. Ihr wisst, ich bin immer in so eine Sachen sehr verwirrt. Ich bin ja immer ein verwirrter Mensch, der auch manchmal Sachen vergessen tut. Ne? Wie zum Beispiel, ob wir eine Mega-Tiger gefunden haben oder nicht. Ja. Deswegen kann ich euch das gar nicht sagen. Müssen wir mal gucken. So, aber das müsste man ja auf der Karte sehen. So, hier ist Redstone. Gut, brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Na, kriegen wir noch ein Dias hier hinten raus? Ne, kriegen wir nicht. Gut, Knut. Hier haben wir jetzt einiges mitgenommen. Hoch, was öffnet sich denn hier? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. So, ein Tuffstein nur. Also komm, den lasse ich jetzt hier, den Tuffstein. Also den lasse ich hier, dafür nehme ich lieber die anderen Sachen mit. Also der Tuffstein, der kann da bleiben und Redstone kann auch da bleiben. Das ist kein Verlust, Freunde, das ist kein Verlust. So, das nehmen wir noch mit hier, das müssen wir mit dem Staubsauger spielen. So, der Dias haben wir mitgenommen. Nächstes Mal geht es dann hier weiter. Ja, hier ist ein bisschen Eisen da oben noch. Und dann machen wir dann hier weiter rum. Jetzt gehen wir aber erstmal Türmchen bauen, sodass ihr nicht ja einfach so hier belanglos von mir nur zugequatscht werdet, sondern dass wir auch ein bisschen Produktivität walten lassen. Und genau das tun wir jetzt auch. So, gehen wir nämlich hoch. Ich guck mal kurz. Oh, haben wir hier noch irgendwas? Oh, uiuiuiui, da ist auch noch so viel Kram drin. Kies, pass mal auf, ich werde mal den Kies hier reinpacken. Nee, ich werde mal den Kies mitnehmen. So. Und das nehme ich mit und den Rest lasse ich da. Wobei eine Sache können wir auch so noch mitnehmen, sehe ich gerade. Bietet sich ja an. So, ab nach oben. Dann kann man nämlich gleich wieder einen Abwasch, ist ein Weg. Ne, weil Kies brauchen wir dann auch noch später. Hat er da unsere Türen kaputt gemacht, die Sau? Naja. Lalalalalalala. Ja, Mensch, dann haben wir die wenigsten hier, mache ich heute mal ein bisschen mehr. Dann haben wir, glaube ich, 6 Folgen insgesamt. Und das ist ja schon mal super. So, packen wir hier erstmal gleich die restlichen Steine rein. Da wird wahrscheinlich viel übrig bleiben. Brauchen wir also definitiv auch noch eine zweite Truhe. Kies können wir aber schon mal hier abpacken. Kies ist wichtig für später. Siehst du, guck mal, also da müssen wir auf jeden Fall sammeln. Das ist also nicht unnütz gewesen. Weil Kies brauchen wir später gerade für Concrete und so eine Geschichte. Ah, oh, guck mal, schön. So, Eisen, Erze, Moment, Erze, Erze sind hier. So, da haben wir nochmal Eisen mitgebracht, haben wir 28. Hier haben wir jetzt, oh, das ist auch schon ein bisschen mehr dazu gekommen. Die können wir traden. Die können wir schon mal traden. Wo war Papier? Papier hatten wir hier, ne? Ja, hier ist Papier. Das können wir traden. Machen wir dahin. So, dann haben wir Dias mitgenommen. Freunde, schaut mal, ein Stack. Es ist nicht viel, ich weiß, ihr habt alle mehr, aber immerhin 1,5 Stacks haben wir. Und damit können wir schon. Auch wenn wir einen Verlust haben, ne, falls wir sterben sollten, können wir damit aber schon was anfangen. Und das ist gut. Die werden wir dann schmelzen, das ist kein Problem. Und hier brauchen wir jetzt einfach nur eine Kiste. Holzvorrat steht eigentlich bei mir noch drauf. Das heißt, hier müssen wir auch irgendwann nochmal die Axt schwingen. Da kommen wir jetzt auch nicht dran vorbei. Da müssen wir dann irgendwie nochmal, ne, uns mal irgendwie drum kümmern, dass wir nochmal mehr Holz holen. So, schwimmen wir schon mal 2 Doppelkisten schwarzer Stein und das ist schon mal sehr gut, Freunde. Das ist schon mal ein richtig gutes Fundament, was wir hier haben. Das ist sehr schön. Damit können wir schon mal ein bisschen was bauen. So, gut. Jetzt haben wir gesagt, wollen wir uns drum kümmern, um die Geschichte mit dem Turm. Das heißt, Freunde, wir fangen jetzt den Turm an. So, das machen wir jetzt. So, das heißt, wir brauchen als allererstes mal eine Schere, würde ich sagen. Wo ist die Schere? Hier. So, und dann gehen wir nämlich mal raus und dann ernten wir mal eine Runde. Ich bin zu dick. Ich mache schon eine Diät und komme hier nicht raus. So, dann schneiden wir uns nämlich mal die Ranken da ab und dann bin ich mal gespannt, wie viele Ranken wir da rauskriegen. Es werden nicht viele sein. Das werden nicht viele sein. Wenn ich mir das so angucke, das wird schnell verbraucht sein. Naja, aber die wachsen ja, wie gesagt, nach.
So, machen wir von unten. Erstmal, wenn wir von oben machen, wäre suboptimal. Jetzt machen wir hier Reihe für Reihe. Aufpassen, dass wir nicht die andere Seite aus Versehen abmetzeln. So, 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 so. Ach, da haben wir schon mal einen Fehler gemacht. Na? Ah, die muss natürlich hängen bleiben. So. So, dann kann das hier schon mal wachsen. Okay. Okay, die Seite haben wir fertig. Gehen wir auf die andere Seite. Weil wenn ich hier oben abschneide, dann verlieren wir die. Also wir müssen jeden Schnippler müssen wir quasi mitnehmen. Verbraucht natürlich auch Eisen, sehe ich gerade von der Schere. Abnutzungserscheinungen, aber ist kein Problem. So, also das wird jetzt nicht viel. Das können wir aber gleich sehen. Ihr habt ja gesehen, das war alles fertig gewachsen. Und jetzt sehen wir gleich, was die Ausbeute ist. Die Ausbeute von einmal abernten. Das werden wir jetzt gleich sehen. Hier hinten liegen noch welche, die müssen wir noch mitnehmen. So, und da ganz hinten haben wir auch noch hier am Rande. Eins, zwei, drei, vier. So, wir haben alle abgeerntet. Liegt hier noch irgendwo was rum? Nee. Gut, dann haben wir alle mitgenommen und wir haben insgesamt 64 Stück plus 5. Also einmal abernten ist ein Stecken auf jeden Fall. Einmal abernten. Und das ist jetzt erstmal so, wo man sagt, so eigentlich gar nicht mal schlecht. Und jetzt bin ich mal gespannt, Freunde, weil wir haben ja keinen bemoosten Bruchstein. Und den müssen wir uns ja jetzt irgendwie herstellen für unseren Turm, den wir da bauen wollen. Für den hier Talion Fighter. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Cobblestone. Der ist hier. Nehme ich immer so ein Stack. Und jetzt bin ich mal gespannt, Freunde, was passiert. Meine Idee war das hier. Und diese Idee, seht ihr schon, funktioniert nicht. Das bedeutet, dass wahrscheinlich. Ja, also ihr seht schon, ein Stein, eine Ranke. Und das ist natürlich teuer, Leute. Das ist teuer. Ne? So, jetzt haben wir ein Stack sozusagen davon. Oh, geil, Leute. Nee, das heißt, wir müssen eine Mega-Tiger suchen. Also da kommen wir nicht weit. Oh, hier, herrlich. Komm, hier sind noch sieben. Naja, die sammeln wir mal. So, die Schere kann weg, die brauchen wir nicht mehr. Gut, aber Freunde, ist nicht schlimm. Wir können jetzt schon mal das Fundament ziehen. Das ist nicht weiter dramatisch. Und das Schöne ist, wir den abbauen, der geht nicht kaputt. Den kriegen wir also genau so wieder. So, das heißt, wir nehmen jetzt mal noch ein bisschen Dörte mit. Dörte zum Vorbauen. Ihr wisst, ich baue immer ganz gerne vor. Und dann gehen wir jetzt nach oben und fangen jetzt an, unser Fundament zu bauen für den Talion-Fighter. Ich habe euch das versprochen und natürlich halte ich auch in dieser Aufnahme mein Versprechen ein. Und dann werden wir mal gucken.